Freunde, willkommen zurück zu einer neuen Folge Minecraft Kunterbunt und damit einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück zu einer neuen Folge Minecraft Kunterbunt. Und ja, meine werten Damen und Herren, ihr seht es schon, wir sind natürlich wieder hier vor unserem wunderschönen Baum gelandet, der natürlich jetzt wieder mit seinem sturen Blick nach vorne blickt und sich irgendwas ansieht, wie zum Beispiel das Meer, was wir dort hinten beobachten können. Denn ich muss schon sagen, wir als Kunterbunt-Besitzer dieses wunderschönen Baumhauses hier oben haben natürlich die beste Sicht aufs Meer. Außerdem sind wir ja noch dabei, unser wunderschönes Bauwerk dort hinten nochmal auszubauen, wo ihr natürlich mitraten könnt, was es denn letztendlich wird. Noch sieht man ja nicht ganz genau, was es vielleicht wird. Und ich muss tatsächlich etwas zugeben, denn ich als Erbauer dieses Dings da Bumsters kann euch jetzt nochmal den kleinen Tipp geben. Ich glaube, es ist bisher noch gar nicht erratbar, was es eigentlich sein soll. Aber ich glaube, ich habe sogar die Lösung schon ein paar Mal in den Kommentaren gesehen, weil irgendwelche Leute versucht haben, da irgendwas zu raten und so und haben dann irgendwie aus Versehen wahrscheinlich richtig geraten. Aber ich werde natürlich noch nicht verraten, was ich da nämlich erbaue, denn wir haben nämlich noch einiges zu tun, was noch mega wichtig ist. Denn ich habe mir nämlich vorgenommen, hier nochmal was ganz Besonderes hinzubauen, worüber sich super viele Leute natürlich beschwert haben. Und zwar, dass hier natürlich ein Zaun fehlt. Denn hier haben wir tatsächlich noch keinen Zaun hingebaut, der natürlich sozusagen unsere Felder beschützen soll, beziehungsweise, ne, ihr versteht, was ich meine. Warte mal, wir müssten ja theoretischerweise jetzt irgendwie so ein Stückchen Dirt finden, was wir da hin platzieren können. Weil sonst haben wir hier nämlich sozusagen ein kleines Löchchen oder sowas, ne? Und damit hätten wir halt eben ein kleines Problemchen. Warte mal, da haben wir ein bisschen Dirt in unserer Chest drinne und können dann gleich hier unser Dirt hin platzieren und den Fans oben drauf. Easy. Warte mal, wieso verbinden die sich denn nicht? Oh, sowas habe ich noch nie gesehen. Das sind... Oh, wir haben einen Bug gefunden. Wie cool ist das denn? Guckt euch das mal an. Wir haben hier tatsächlich einen Fans und noch einen Fans und dann kann man hier durchlaufen. Wow, sowas habe ich noch nie gehabt. Wie habe ich das hinbekommen? Hey, das sieht mega cool aus. Das ist so ein kleiner... Hä? Das ist mega cool. Sowas habe ich noch nie gesehen. Alter, wow. Ein Fans, der nicht funktioniert, der sich nicht verbunden hat. Warte mal. Also, warte mal. Können wir das vielleicht nachstellen? Hier war sozusagen dieses Ding. Dann hatten wir dieses Ding. Dann hatten wir hier ein Loch drinnen, ne? So wie gerade eben. Dann haben wir dieses Loch da reingemacht. Easy. Und dann haben wir hier den Fans hingestellt. Hä, normalerweise muss das ja so sein. Aber wir haben das jetzt hier irgendwie so hinbekommen. Oh Mann, Alter. Ich muss schon sagen, wir sind tatsächlich immer sehr gut dabei bei Kunterbunt. Und ich muss schon sagen, wir lassen das jetzt einfach mal so, weil ich irgendwie sagen muss, das sieht eigentlich ganz cool aus, ne? Ich glaube, nicht jeder hat so einen wunderschönen verbackten Fans in seinem Zuhause drin stehen. Deswegen machen wir das auch einmal. Falls ihr das irgendwie auch hinbekommt, könnt ihr mir immer gerne einen Screenshot oder sowas in der Art checken. Aber heute haben wir natürlich noch ganz viele andere wichtige Dinge zu tun, wie zum Beispiel mit unseren Blöcken, die wir letztens in dieser komischen neuen Dimension, wo wir waren, mit diesen ganzen Ponys bekommen haben. Denn wir haben nämlich sozusagen neue Blöcke bekommen, die wir natürlich mischen wollten und die ich extra dafür mitgenommen habe. So, ich möchte mir nämlich einen Energy Crystal, den wir nämlich von dort mitgenommen haben, sozusagen mit einem Elysium dort sozusagen mischen. Und währenddessen das hier natürlich rendert, können wir sozusagen mal erstmal nach unten gehen und nochmal ein bisschen über was reden, was mir auf dem Herzen liegt. Denn mir ist sozusagen während dem Kommentarlesen etwas ganz Besonderes aufgefallen. Denn es gibt sozusagen ein paar Kommentarschreiber unter euch, die irgendwie genauso drauf sind, wie ich es sozusagen vor ein paar Jahren war. Denn ich muss schon sagen, ich lese mir so manche Kommentare durch und ich war damals, als ich YouTube sehr aktiv geguckt habe, was ich eigentlich heute immer noch mache, war ich natürlich ein sehr aktiver Zuschauer. So, und ich hatte natürlich auch meine Lieblings-Let's Player und so. Und mein Lieblings-Let's Player von damals war nicht irgendwie so ein riesiger, großer Let's Player, sondern ich habe damals einen kleinen Let's Player geguckt, den ich super mega gemocht habe, ja? Dieser Let's Player hieß Lord Kai 1102 oder sowas. Und der macht bis heute immer noch Videos. So, und mir ist nämlich, als ich sozusagen meine eigenen Kommentare gelesen habe, ist mir nochmal was ganz Besonderes aufgefallen. Und zwar, dass es regnet. Warte mal, ich mag keinen Regen. Weather clear. Easy. Das heißt, ich habe sozusagen diese Videos von dem damals geguckt, von diesem Lord Kai 1102 oder so hieß der. Und der hat immer so Zelda-Let's Plays und sowas gemacht. Und daher, dass ich Zelda mochte und so, habe ich mir das immer super gerne angesehen. Ich habe den Let's Player übelst gemocht. Aber was mir sozusagen, was mir immer auf dem Herzen lag, ist, dass ich diesem Lord Kai, ne, ich habe dem nie gute Kommentare geschrieben, ja. Ich war nämlich immer so ein Zuschauer. Ich habe die Videos von dem geliebt, aber ich hatte immer ein Problem, ihm sozusagen Lob zu geben. Irgendwie zu sagen, hey, dein Video hat mir echt gut gefallen, mach weiter so, habe ich nie in die Kommentare geschrieben. Denn ich war nämlich immer so ein Zuschauer, ich habe mir das so angeguckt und ich hatte eigentlich mega viel Spaß beim Zusehen. So, und dann habe ich meistens dann immer, wenn das Video zu Ende war und es mir gefallen hat, habe ich trotzdem einen Kommentar geschrieben, der negativ war. So nach dem Motto, ja, Video war nicht so gut. Und habe immer einen schlechten Kommentar abgegeben, aber ich habe es nicht schlecht gemeint, sondern nach dem Motto, yo, verbessere dich, weil du musst
besser werden und desto besser du wirst, desto besser wird es. Aber da fällt mir irgendwie so ein, ich glaube, als ich das dann damals so gemacht habe, war das nicht unbedingt richtig, was ich gemacht habe. Denn irgendwie kann man da davon ausgehen, dass es irgendwie nicht so gut war. Weil ihr müsst euch vorstellen, wenn irgendwie ein YouTuber ein Video hochlädt und dann irgendwie so nicht gut gemeinte Kommentare bekommt, ne, dass der dann irgendwie so ein bisschen traurig darüber wird. Und das ist mir auch inzwischen aufgefallen, dass ich ein paar Kommentarschreiber habe, die wirklich unter jedes Video, ja, unter jedes Video, das heißt, die schauen wirklich jedes einzelne Video von mir, trotzdem schlechte Kommentare schreiben. Die schreiben so, nee, das fand ich jetzt überhaupt nicht gut, also das gibt jetzt erstmal ein Dislike, Roman, aber trotzdem schauen sie jedes Video von mir an. Und das ist das gleiche Prinzip, was ich damals, als ich YouTube geschaut habe, auch gemacht habe. Aber inzwischen mache ich das natürlich nicht mehr, weil mir natürlich aufgefallen ist, hey, man sollte seine YouTuber vielleicht ein bisschen belohnen sozusagen mit einem Daumen hoch oder sowas und mit einem netten Kommentar, statt sie die ganze Zeit mit schlechten Kommentaren und so zu piesacken, ja. Das ist natürlich so ein Ding gewesen. Ich glaube, dieser Typ, den ich damals geguckt habe, ne, der Let's Play, glaube ich, heute immer noch irgendwelche Zelda-Let's Plays, da habe ich schon lange nicht mehr reingesehen, aber ich weiß, dass der das immer noch gemacht hat und der Typ kennt mich tatsächlich bestimmt noch, weil ich habe nämlich wirklich unter jedes Video von ihm sogar immer so Kommentare geschrieben, dass so, ja, hat mir jetzt nicht so gut gefallen und so, und dann irgendwann hat er mir darauf geantwortet und gesagt, ja, was gefällt dir denn überhaupt, weil du schaust jedes Video von mir, und dann wusste ich selber nicht mehr, wieso habe ich den eigentlich immer so schlecht sozusagen behandelt und so, ne, versteht, was ich meine. Jedenfalls, das wollte ich auf jeden Fall ansprechen, dass ich irgendwie auch damals irgendwie so ein Dingsterbumster hatte, so einen schlechten Kommentarstil auf YouTube, deswegen nehme ich so manche Kommentare, wo irgendwie so manchmal was Schlechtes drinsteht und so, gar nicht ernst, weil, ich denke dann nämlich sozusagen an mich selber zurück und so ein Ding, ne? Und dann denke ich mir so, ja, vielleicht hat auch einfach die Person, die einen schlechten Kommentar zu mir geschrieben hat, mich irgendwie, was weiß ich, gesagt hat, nee, das Video war überhaupt nicht gut oder so. Vielleicht hat der auch einfach einen schlimmen Tag gehabt und so, ne? Weil ihr könnt euch ja vielleicht vorstellen, wenn zum Beispiel, weiß nicht, so 10.000 Leute sagen, hey, Roman, das Video war voll gut. Und dann kommen da irgendwie so ein paar Leute an und die sagen so, nee, das war überhaupt nicht gut. Dann gehe ich da meistens immer davon aus, dass die Leute irgendwie einen schlechten Tag hatten. Außerdem haben wir jetzt hier sozusagen ein wunderschönes Loch hingebaut, was natürlich mit diesen Dings da hinten zu tun hat, aber was das sozusagen alles miteinander zu tun hat, werdet ihr dann später sehen, denn wir haben nämlich heute noch was ganz Wichtiges zu tun. Denn bevor wir natürlich jetzt wieder weitermachen, müssen wir natürlich jetzt erstmal zu unserem Mixer wieder nach oben gehen und erstmal schauen, was der Mixer da wieder mal ausgespuckt hat, denn theoretischerweise dürfte der Mixer uns einen neuen Block gegeben haben. Okay, das heißt, wir haben jetzt ein Elysium dort mit einem Energy Crystal sozusagen gemischt, ne? Und jetzt können wir mal gucken, wie wir das hinbekommen. Mal gucken, wie wir den dort wieder an unseren Baum hinplatzieren können, um dann irgendwann unseren fertigen Baum zu besitzen. Ich bin schon mega gespannt. Ich weiß gerade gar nicht, wo wir den hinsetzen sollten, aber da ist unsere Crafting Bench, die sozusagen mit dem Ofen miteinander gemischt wurde, ne? Und ich muss schon sagen, der Baum nimmt ja derzeit schon ein bisschen, ne, Dingsterbumse an, ne? Gestalt. Easy. Dann würde ich mal sagen, wir platzieren ihn hier hin und dann haben wir hier tatsächlich einen wunderschönen Stein bekommen. Innen drin ist er sozusagen gelb und dann hier so außen ist er so grau mit diesem Elysium dort. Und ich muss sagen, durch unseren geheimen Glasblock kann man dann sozusagen, wenn man oben und links und rechts sozusagen diesen Block sozusagen umzingelt hat, kann man dann sozusagen durch diesen Glasblock dann durchgucken und dann sieht man noch diese wunderschöne gelbe Farbe von diesem Energy Crystal. Und ich muss schon sagen, das sieht wirklich cool aus. Und unser Baum nimmt echt coole Gestalt an, weil von hier aus sieht man sozusagen diesen Birkenbaum und von der anderen Seite aus diesen wunderschönen anderen Baum. Ne, ich glaube, das war Fichte oder so. Bitte tötet mich nicht in den Kommentaren. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, welche Baumart das ist, aber daher, dass ich ja super viele Baumexperten in meinen Kommentaren habe, dann könnt ihr mir das natürlich wieder reinschreiben, welche zwei Arten unser Baum jetzt nochmal ist. Also eins ist, glaube ich, Birke und das andere ist dann wahrscheinlich irgendwie Fichte oder sowas in der Art. Ich bin mir da nicht ganz sicher. Aber wo ich mir auf jeden Fall sicher bin, ist auf jeden Fall nochmal diese eine Stadt, wo wir da gestern waren. Denn wir hatten da ja sozusagen ein kleines Problemchen, ne? Wir waren ja in dieser Stadt mit diesen ganzen komischen Pferdchen, die irgendwie alle so komisch drauf waren. Aber wir haben ja ganz vergessen, dass Frieda tatsächlich sozusagen immer noch eine Postfiliale besitzt. Obwohl uns Frieda irgendwie nicht erkannt hat, oder was weiß ich verstehe irgendwie gar nicht, wieso uns Frieda nicht erkannt hat. Weil wir haben ja tatsächlich Frieda so angesprochen, so als ob wir halt eben so langjährige Freunde sind, was wir natürlich auch waren, ne? Und das verstehe ich irgendwie nicht. Weil wir haben mit ihr geredet, wir haben ja Hallo, ich bin's Roman gesagt und so. Und die hat uns wie so ein Roboter geantwortet. Ist euch das schon mal aufgefallen? Irgendwie so,
mega kaltherzig und so. Irgendwie, die hat nicht mal gesagt, oh, nö, ich kenne dich nicht oder so, sondern die hat uns einfach ignoriert, versteht ihr? Sie hat nicht gesagt, ja, nö, ich kenne dich nicht oder sowas in der Art, sondern sie hat tatsächlich irgendwie so richtig kalt irgendwie gesagt, ja, hi und willkommen bei der Poststelle, hi und willkommen bei der Poststelle, ja? Und das habe ich irgendwie nicht so richtig nachvollziehen können. Weil wenn man da jetzt irgendwie davon ausgeht, ja, okay, die kennt uns irgendwie oder die kennt uns nicht, dann würde die ja irgendwie sagen, yo, irgendwie sieht so aus, hier, Dingsterbumster, ne, verstehst ja, was ich meine, so. Und dann, aber das gab's ja irgendwie nicht, deswegen frage ich mich, hä, okay, da ist wahrscheinlich irgendwas falsch. Oh, coole Höhle. Jedenfalls habe ich mir jetzt sozusagen den Plan vorgenommen, dass wir jetzt einfach mal zu Frieda gehen und mit der jetzt einfach mal darüber reden und jetzt einfach mal schauen, dass wir das irgendwie hinbekommen, dass wir da irgendwie sagen, hey, yo, ich möchte einen Brief schreiben und dann, was weiß ich, ne? Das heißt, wir können uns hier einfach wieder teleportieren, wieder nach oben gucken, wui, und dann dürfen wir theoretischerweise wieder hier landen. Okay, so, das heißt, hier sind wir richtig. Warte mal, wo ist denn jetzt das Ding? Da ist das Schloss, okay, easy. Das heißt, wir müssen jetzt auch hier runter und dann hier wieder auf Schloss drauf und jetzt mal kurz zu Frieda, denn ich möchte nämlich mit Frieda ein kleines Wörtchen reden, ne? Beziehungsweise einfach mal einen Brief schreiben, denn wir schreiben nämlich einfach sozusagen einen Brief an die wichtigste Person dieses Schlosses, denn die wichtigste Person dieses Schlosses scheint ja irgendwie diese komische Königin zu sein. Daher, dass diese ganzen komischen Stadtpferde so mega komisch drauf sind und die irgendwie alle Angst vor dieser Königin haben, beziehungsweise alle irgendwie so einen Termin mit ihr haben wollen und die ja irgendwie streng bewacht wird, kann man ja wahrscheinlich irgendwie nur über Briefe mit ihr kommunizieren und deswegen machen wir das einfach mal. So, hi Frieda, schön, dass du deine Postfiliale weiterhin führst. Warte mal, wie geht's dir denn so? Hallo, willkommen bei der Poststelle Ihres Vertrauens. Was kann ich für Sie tun? Dir auch hallo, Frieda. Hallo, willkommen bei der Poststelle Ihres Vertrauens. Was darf es sein? Wollen Sie vielleicht einen Brief verschicken? In der Tat, Frieda, ich möchte sehr gerne einen Brief verschicken. Alles klar, wunderbar, atemberaubend. Bedienen Sie sich von der an der linken Seite befindenden Kiste. Schreiben Sie Ihren Brief und schmeißen Sie ihn daraufhin in den Trichter. Dankeschön. Dankeschön, Frieda, sehr nett von dir. Jedenfalls, oh, die, meinst du die Kiste hier? Ah, okay, verstehe ich. Es sind also sozusagen die Bücher, die man benutzen darf, um sozusagen einen Brief zu schreiben. Also, wenn wir ja irgendwie schon mal eine freie Auswahl haben und es scheint irgendwie auch ein bisschen kostenlos zu sein, kann man ja theoretischerweise auch überdenken, vielleicht ein paar mehr Briefe zu schreiben. Mal gucken, warte mal. Wir können uns ja mal theoretischerweise hier mal drei Bücher rausnehmen. Easy. Tatata, und dann können wir mal den ersten Brief schreiben. So, dann schreiben wir wahrscheinlich jetzt erstmal an die Königin, oder? Hallo, Königin. Ich, Roman, habe eine Frage. Und zwar... ich brauche... was haben wir nochmal gebraucht? Genau, Einhornstaub, um meinen Freund und Kumpel geruchsneutral zu befreien. So, denn in unserer Stadt ist ein kleines... Aber feines Problemchen. Wir haben eine kleine Kernschmelze vor der Tür. Also könntest du vielleicht dafür sorgen, also so komplett unter Umständen, dass wir unsere Stadt retten können? Wäre sehr nett. Okay. Schick mir einfach mal einen Stack Einhornstaub zu und ich bedanke mich sehr herzlich. Herzlich. Freundliche Grüße. Grüße. Roman. Easy. So. Sein und dann an. Königin der Stadt. An Königin dürfte reichen. So, Simon Klaus. Easy. Das heißt, in den Trichter soll ich das reinwerfen. Okay, gut. Easy. Dann erstmal da das erste Buch rein. Okay, das wird geschluckt. Perfekt. So, dann können wir ja gleich noch einen Brief schreiben. Warte mal, an wen schreiben wir denn noch einen Brief? Warte mal, wen kennen wir denn noch so? Hey, ich habe eine Idee. Wir könnten dir theoretischerweise an Flo einen Brief schreiben. Hey, Flo. Bin gerade im pinken Schloss der Ponys. Wollte dir mal einen kleinen Gruß aus Kunterbunt schicken. Vermisse dich und so. Verstehste.
Okay, easy. Im Anhang schenke ich dir eine Gurke. Von denen gibt es hier massenweise viele. falls du willst, kannst du sie ebenfalls gerne bei dir im Projekt anbauen. Also, falls du das drauf hast, warte, easy, drauf hast. Zack, okay, easy, sign, an, also an, Doppelpunkt, warte, easy, Chaos Flow 44, sign and close. So, das heißt an Chaos Flow 44, easy, und dann schicken wir dem gleich noch eine Gurke rüber, damit er hier mal ein bisschen Gurken farmen kann. So, warte mal, hat der alles geschluckt? Easy, wir können ja theoretischerweise noch ein paar Gurken schicken, easy. So, okay, das heißt, da dürften jetzt genug Gurken drin sein. Wie wollen wir denn noch schreiben? Warte mal, wen vermissen wir denn noch? So, wen haben wir denn irgendwie schon mega lang nicht mehr gesehen? Oder vielleicht wollen wir einen Scherzbrief oder sowas schreiben, weil wenn wir schon mal hier sind und schon mal Scherzbriefe schreiben können, dann könnten wir theoretischerweise irgendjemanden einen Scherzbrief schreiben. Warte mal, ich wurde ja auch irgendwann mal veräppelt. Warte mal, wen kennen wir denn, wer nicht so... Oh, ich habe eine Idee, warte mal. sehr geehrter Herr Norbert. Warte, Norbert. Hier ist die Gesundheitszentrale. Wir haben bemerkt, dass ihr Restaurant McNorberts nicht den entsprechenden Sauberkeitsstufen entspricht. Warte mal, easy peasy, und dann bitte schließen Sie ihren Laden so schnell wie möglich. Sonst kommen wir demnächst vorbei und zerstören Ihr Hotel. Mit freundlichen Grüßen, Gesundheitszentrale. Easy, sign an Norbert. Easy, sign and close. Und zack, rein damit. Ist es geschluckt? Ist es geschluckt? Okay, dankeschön, Frieda. Ich habe genug Briefe geschrieben. Also, ich habe jetzt 3 Briefe abgeschickt. Mal gucken, welche ankommen. Naja, jedenfalls haben wir jetzt, glaube ich, ein paar Briefe geschrieben. Mal gucken, ob da jetzt Antworten reinkommen. Ich freue mich schon mega. Aber wir müssen natürlich warten, weil so eine Postzentrale, die funktioniert ja leider nicht so wie E-Mails, sondern die müssen ja erstmal verschickt werden und so ein Zeug. Allerdings hoffe ich natürlich, dass die Folge euch gefallen hat und ihr natürlich einen netten Daumen nach oben da lässt und natürlich einen netten Kommentar. Außerdem vergesst auch nicht zu abonnieren, denn sowas macht man nämlich bei YouTubern. Und ansonsten sieht man sich in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein. Haut rein, Leute. Tschüss!